Heute gibt es auch wieder den Fancy Hut. Zum Abschluss. Oder zum hoffentlich Abschluss, sagen wir so. Wo ist er denn, mein Controller da? Oh. Die greifen mich gleich an. Sind meine Equips? Müssten eigentlich noch normal sein. Rechts Flasche, links Hammer, oder? Meine Equips überprüfe ich im nächsten Raum am besten. Okay, ich habe auf jeden Fall Dingens. Was eingesammelt. Oh, no. Ich dachte, ich hab noch Hookshot. Egal. Ah. Ich hoffe, das hier ist. Ich glaube, ich muss Hookshot auswählen. Six Nuts, Bombs, Bogen, Hookshot müsste das sein. Kann natürlich sein, dass ich immer noch unten bin, aber ich glaube nicht. Ich bin so lang gelaufen. Muss eigentlich oben sein. Gut. Oh, ich bin nicht richtig. Was soll das denn? Warum bin ich nicht richtig? Ich verstehe das nicht. Sehen wir, warte mal. Warte mal, was bedeutet das? Klingt eigentlich okay. Meiner Meinung nach. Aber wie weit ist denn der Raum in der Richtung? Ja, das ist doch, das passt doch. Wo ist die verdammte Tür? Die muss doch hier sein. Ich glaube, deswegen mache ich verrohes Wind nach oben. Danke, meine Güte. Gut, Gut, hier ist Hammer. Das ist die Flasche. Und Lichtpfeile kann ich jetzt wieder nehmen. Six Nuts, Bombs, Bogen, Feuer, Licht. Und Dings noch, Horus Wind. Horus Wind muss hier sein. Wir haben ja letzte Woche schon ganzen Dudes da vernichtet.
kapiere nicht, dass ich keinen Hookshot anhab. Dass ich das nicht machen kann. Egal, da ist noch Pötte zum Aufladen. Oder warte mal, wo bin ich hier? Ich muss gerade gucken, wie ich gedreht bin. Muss ich mich nochmal drehen? Nicht nur kleine Türen. Ja, okay. Muss mich nochmal drehen. Flamme ist immer rechts neben der Tür, glaube ich. Wow. Wieso ist ja keine Fackel? Doch, da ist eine. Keine Ahnung. Ja, hier ist groß. Das müsste der Raum sein mit dem Turm, oder? Sehen wir gleich. Ja. Laden wir uns hier nochmal auf mit allem. Gut, das war Magie. War noch mehr Magie. Und alles. Ja, jetzt ist es entweder Magie oder Dingens. Aber ist okay. Gut, das heißt, hier ist die Tür. Nice. Gut, jetzt. Dieses eine Magie-Ding dürfte jetzt den Bock nicht fett machen. So, und wenn ich jetzt resette, haben wir für immer hier den Ding. Weiter hoch geht's nicht. Die nächste Tür ist schon der Boss. Die Spiraltreppe nach ganz oben müssen wir immer machen. So. Auf geht's. Wow, hier. Eben war die Musik viel lauter wie sonst. Leider können wir es nicht so einrichten, dass wir die Flasche haben. Oder. Okay, ich könnte den Hammer erst später equippen. Brauche ich eh nicht. Ah, ist egal. Echt laut, verdammt.
ist die Wand? Bin mir nicht sicher. Ja. Auf geht's, Leute. Okay, hier haben wir noch Text. Das heißt, hier kann ich nochmal kurz durchatmen. Das ist gut. Erster Versuch. Ich meine, die Versuche für Ganondorf, da kann man mitzählen von mir aus, denke ich. Letzte Woche war nur Sneak Peek, heute ist Versuch 1. Wenn ihr wollt. Ihr könnt auch abstimmen, wie viel Versuche ich brauche für Ganondorf. Ja? Mehr oder weniger als 5 oder weiß der Geier was. Ihr könnt alles Mögliche abstimmen von mir aus. Oh mein Gott. Verdammt. Ja, das war viel zu spät. What? Was ist zu früh oder zu spät von mir? Ah. Warte mal. Ich denke, das ist eine gute. Ich denke, so ist besser. What? Hat das gerade zurückgeschleudert? Mit der Flasche? Darauf bin ich nicht vorbereitet. Von der Mitte aus. Da bin ich nicht drauf vorbereitet. Wahrscheinlich, weil er wahrscheinlich in der anderen Ecke war direkt, ja? Dann kann es vielleicht passieren, wenn er weit genug weg ist. Dass er es wieder zurückschleudert mit Flasche. Ich höre ja nicht, wo er ist. Ich höre nur fliegen. Ich habe keine Ahnung, wo er sich befindet in der Luft. Keine Ahnung. Ja. Kavara. Gott, wo war er? Wo zur Hölle war er? Der ist super weit links gerade. Hä? Was ist gerade passiert?
Okay, scheinbar bin ich runtergefallen, irgendwie von der Ecke runter oder sowas. Hä? Acht? What the fuck ist das? Bin verwirrt. Ja. Irgendwo muss der Turm jetzt sein. Ich verstehe nicht ganz. Okay, irgendwo eine Wand. Okay, oder so. Es macht sich unbedingt einfacher. Ich finde, den anderen ist einfacher. Dude. Ich weiß auch nicht, wie viel Energie ich jetzt noch habe. Wow. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Kletter ich? Ich höre es nicht. Aber ich kann mein Schild nicht benutzen, also ich kletter ich, glaube ich. Das war schlecht. Ich verstehe nicht, warum ich mich manchmal drehe beim Runterfallen, manchmal nicht. Normalerweise müsste doch immer. Müsste ich immer gleich fallen. Ich habe ihn zu oft nicht getroffen. Mit zu oft nicht getroffen meine ich, die Lichtpfeile nicht getroffen. Ich kann hier unten nichts mehr aufsammeln, weil ich, eben. Ne, warte mal, doch, ich kann ja aufsammeln. Ich bin doof. Ich habe resettet. Oder? Einmal nicht. Hä? Also doch resettet. Ah, doch. Aber hier ist. Hä? Wo sind die ganzen Drops? Komisch. Egal. Vielleicht habe ich ein bisschen Magie gekriegt, vielleicht habe ich ein bisschen Leben habe ich auf jeden Fall gekriegt. Mal schauen. Try!
Aber der schlimme, der harte Part kommt jetzt erst, ja? Das war jetzt noch nicht so wild. Nicht zu hypen im Chat, das macht keinen Sinn. Aber man kann ihn relativ gut hören, man muss noch ein bisschen gucken, man hat nicht mehr viel Zeit, aber geht. Jetzt kommt erst der Real Shit, Mann, jetzt kommt der Real Shit. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Aber jetzt krieg ich wieder volles Leben und volle Magie sogar. Aus Gründen. Oh, eigentlich darf ich jetzt nicht mehr speichern. Aber wenn ich jetzt Speicher und Fortsetzen drücke, dann ist mein Pharaohes Wind wieder weg, falls ich doch nochmal Reset drücken muss irgendwann. Also ich muss immer nicht speichern und Fortsetzen machen. Oh boy, das wird interessant. Außer ich tue dann irgendwann einen Doppel-Save machen und mache auf den zweiten Save-Slot noch meinen... Aber ich habe ja unten meinen Safety-Save. Ah ne, der ist ohne Pharaohes Wind noch. Aber vielleicht soll ich einen Safety-Save nochmal wegspeichern, mit Pharaohes Wind gesaved. Wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Aber so lange muss ich probieren, Nein zu drücken. Nicht speichern, aber fortsetzen. Falls ich Game Over gehe. Was ich höchstwahrscheinlich werde. Danke, danke. Jetzt habe ich ein Problem. Okay, ich weiß nicht wirklich, was ich tun soll. Das funktioniert so nicht. Vielleicht doch. Eigentlich wollte ich das nicht, aber gut, was soll's. Ich bin mir sicher, ich bin vollkommen die Orientierung verloren. Jetzt fängt's halt an, interessant zu werden. Beim ersten weiß ich noch, wie es aussieht. Beim zweiten bin ich mir nicht so sicher. Was gibt's denn alles für Wege nach unten? Es gibt einen, wo relativ einfach ist, nach unten zu gehen, und eine Spalte ist, wo man drüber springen muss. Es gibt eine, wo ziemlich schmal wird, bis in der Mitte. Und ich glaube, es gibt noch eins. Ich weiß nur nicht, welches aus welches, in welcher Reihenfolge kommt. Aber gibt es vier außen? Ne, ich glaube, vier insgesamt gibt es nur außen. Mit dem ersten oben mit reingerechnet. Ich weiß nicht, ob ich genug Zeit habe, um Backwalk-Strat zu machen, ja? Gott. Dude. Okay. Ja, da... Ich glaube, das ist das mit dem Springen, kann er sein.
Wo bin ich? Oh wow, ich bin da. Aber die Zeit ist schon zu knapp, glaube ich. So, was haben wir jetzt als nächstes für einen Raum? Es sind drei normale Innenräume, glaube ich. Einmal zwischen den Steinen durch, einmal Stahlfuß und nochmal zwischen den Steinen durch. Das letzte zwischen den Steinen durch mündet direkt zur Treppe, glaube ich. Das erste ist jetzt das, aber ich habe keine Ahnung, wo die Steine liegen. Entweder ich rolle einfach durch und hoffe das Beste, oder... Ja, ich denke, durchrollen, Invincibility Frames. Ja. Ich glaube, ich habe mich schon zur Seite gedreht, wo Zelda war. Zelda, wo bist du? Ja, das ist dumm. Hier sind nicht mal Steine. So, was ist der zweite? Der erste war relativ easy, ja. Schritt nach vorne, rechts, bisschen mit Zelda anvisieren und dann einfach unanvisiert runter hüpfen oder was auch immer das war. Jetzt ist der zweite. Ich weiß auch nicht, wie die Kamera ist. Die Kamera ist manchmal... Ja, die Kamera ist eigentlich immer von so schräg oben, glaube ich, oder? Welcher könnte das jetzt sein? Ich glaube, das ist der... Ist das der Schmal jetzt diesmal? Ich weiß es nicht. Wow. Holy crap, was war das denn bitte? Ist überhaupt keine Zeit für irgendwas? Bin ich hier direkt am Abgrund? Ah. Okay, hier konnte ich sprengen. Okay. Kommt man eigentlich gut durch? Anvisiert, finde ich. Aber die Zeit. Die Zeit macht einem komplett am Arsch. Die Zeit macht einem komplett hinüber, Mann. Das ist so wenig Zeit, Mann. Es ist so wenig Zeit. Warum falle ich runter? Links der verdammte Weg. Jesus Christ. Ja.
Besser wie vorhin, wesentlich besser. Okay. Warum falle ich jetzt runter die ganze Zeit? Okay, das verstehe ich nicht. Vorhin habe ich buchstäblich einen Schritt nach vorne gemacht, rechts gedreht und bin bis runter gelaufen. Was ist jetzt kaputt? Wo ist ein kleiner Sprung? Wenn ich den mit Zelda mache, dann springt er wahrscheinlich nachher nur ein Shorthop vielleicht. Ja. Zelda? Wo bist du? Bist du? Bitch! Weißt du nicht, wo war? Weißt du nicht, wo war ist, wenn du nichts sagst? Oh, das ist es. Ich glaube, ich hab's. Ich hab die Strat für den. What? Wie bin ich runtergefallen? Ja, ich war falsch. Gut. Wo? Zelda, bitte! Ich weiß doch nicht, wo du bist. So ein Bullshit. Boah, nice, nice! Genau so!
So, jetzt sind wir da, wo wir vorhin waren. Oh, ist alles zu merken. Ich habe so das Gefühl, der erste Abstieg dauert am längsten. Also es ist der längste Weg, sagen wir so. Aber ich finde auch, da verliere ich am meisten Zeit noch momentan. Mal gucken. So. Hatte ich da vorhin eine Lösung? Nee, doch, doch, da bin ich vorhin durchgekommen. Weiß noch nicht mehr wie. Ich glaube, da bin ich nur Zelda hinterhergelaufen tatsächlich. Das hat geklappt. Warum springst du? Ja. Der zweite einfach folgen. Jetzt muss ich aber gegen Star Wars kämpfen. Problem ist, der zweite Stalfus steht auf wieder. Ah, shit. Warum? Das Ding ist, wird meine Lebensenergie immer wieder aufgefüllt, wenn der Timer ausgeht? Oder habe ich noch so viel Leben, wie ich Leben habe? Weiß ich nämlich tatsächlich nicht. Wieso fällst du gleich runter? Ich habe schon über eine Minute verloren. Häng dich doch hin, das ist so dumm. Weiß nicht, was ich tun soll. Was ist es? Sobald ich häng... Ohne Scheiß. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass die Steine von oben so extrem waren. Die kommen ja gefühlt im halben Sekundentakt, kommen die runtergedonnert. Wenn man sich die Feed Ganon Runner anguckt, die suchen ja gerade so nach einem Stein, der runterkommt. Da kommt nie einer bei denen.
Und hier, boom, 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 alle 2 Sekunden mindestens eine. Ich glaube, das mit Zelda hinterherlaufen ist nicht so gut hier. Zu viel Platz. Ja, vielleicht bin ich langsamer, aber dann... schneller geht's andere auch nicht. No! Okay. Okay. Merken, Link guckt nicht immer in die richtige Richtung. Die Kamera guckt in die richtige Richtung. Hoffe ich. Das brauche ich jetzt gar nicht erstmal zu suchen, wo es. Ich muss überlegen, ob wir oben was Besseres hinkriegen. Jedes Mal. Das kostet mich auch wieder 10, 15 Sekunden. Ich weiß nicht, ob das schnell genug ist, Mann, wenn das First Strike klappt. Nice. Das ist gut, Mann. Das ist richtig gut. Nice. Sind wir schon bei den Stalfos? Nein. Sag mal, visiert Link die ganze Zeit Zelda an? Ist das möglich? Was soll denn der Mist? Wieso kann man die anvisieren? Weil ich weiß, wenn es dieses Gung macht, dann ist es nicht ein Gegner. Ein Gegner macht Tschang oder irgend so ein Scheiß, ja? Was soll das denn? Was ist ein Gegner?
Wow. Okay, sind wir mal beim, ich glaube, beim letzten Außengebiet. Weil jetzt gibt es nur noch einmal durch und danach ist, glaube ich, schon Treppe wieder. Ich glaube, das können wir tatsächlich heute schaffen. Zumindest bis Ganon versuchen. Oh boy, okay, weiter geht's. Die Sache ist zeitlich. Ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit wir jetzt noch haben, ja. Also es muss ich auf jeden Fall so oft üben, bis ich zeitlich gut durchkomme. Aber wie ist jetzt der letzte Weg? Ich denke, ich mache einfach mal dieselbe Strat wie immer. Eine Rolle vorwärts, rechts und dann Zelda folgen. Und dann sehen wir, ob es klappt oder nicht. Und wenn es nicht klappt, müssen wir uns was Neues überlegen. Oh wow, es geht. Oh, really? Dude, kann ich es schaffen jetzt schon? Oh no. Nein! Oh nein! Nein, so knapp! Oh no! Oh, oh no! Dude! Warum? Oh. Ich glaube, ich habe am Anfang wieder Zeit verschwendet gehabt. Kann das sein, dass ich einmal gevoidet bin? Wenn das nicht passiert, ich darf am Anfang nicht voiden. Ich muss am Anfang einigermaßen gut runterkommen. Und dann habe ich genug Zeit für alles. Generell bin ich nur am Anfang gevoidet, oder? Das war verrückt gewesen gerade. No, warum? Da unten! Warum hier? Das war viel zu lange gebraucht, aber ich nutze es als Übung. Also mal, was ist, wenn ich so mache? Hätte ich nicht machen sollen.
Nee, mein anderes Thread ist ziemlich gut. Lassen wir es bei der. Ey, so gut. Geh rein. Hab mir nie geredet. Dachte ich, sie macht das Ding auf. Shit. Verdammt, was ist jetzt los? Warum? War trotzdem ein guter Versuch. Super schlecht war es nicht, aber hätte besser sein können. Oh ja, Mann. Ich weiß zwar nicht, was hier passiert, aber es funktioniert. Ohne Scheiß, ich weiß nicht, was passiert. Fuck.
Es war schlecht. Es war schlecht. Es hat es mich vielleicht gekostet, wenn ich bis zum Ende komme. Fuck! Was war denn das eben? Der andere lebt wieder! Wo? Dude, hätte ich easy geschafft, glaube ich. Der Fight war so bad. Warum? Mir ist zwar nicht gefallen, aber es war trotzdem bad. Mal gucken. Hä? Keine Ahnung. Jetzt klappt's natürlich nicht mehr. Mein phänomenaler Stahlfuß-Fight. Kann's immer noch retten, glaube ich. Generell. Warum falle ich runter? Das macht keinen Sinn. Der müsste hier runterhängen. Warum springt? Warte mal. Wow, okay, machen wir das so in Zukunft.
Gut. Halber Weg und dann. Und dann so. Halber Weg anvisiert, halber Weg nicht. Scheiß Stein. Oh, wow. Jetzt schon. That's okay. Warum? Zelda, kannst du nicht schnell genug wohin laufen? Ja, der Anfang, der ist einfach nur super schlecht. Alle anderen Räume sind geil. Habe ich so das Gefühl, der erste da ist, wo die Zeit liegt, momentan. Wie wenig mich die Steine treffen, wenn ich hier stehe. Also, weil ich einen Schritt gehe, boom, 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 trifft mich jeder. Ich. Ist auch ziemlich laut gerade alles. Weiß nicht, ob ich Slider stellen soll. Dann höre ich wahrscheinlich Zelda nicht mehr so gut. Ihre Tapselschritte sind super leise. Mach's trotzdem mal leiser, vielleicht. Kannst du wieder lauter machen. Ups. Ich habe gerade meine N64-Karte berührt, aus Versehen. Falls das Spiel sich aufgehangen hat, aber der Sound geht noch weiter mit dem Scheißsagen. Mal gucken. Nee, scheint zu gehen. Zeit ist ganz schön lang. Aber der Anfang muss sitzen. Weiß nicht, wie ich das besser hinkriegen kann. Könnte ich nicht theoretisch auch einfach nur geradeaus laufen, ohne Zelda anzuvisieren? Dreht einen die Kamera nicht automatisch richtig? Das versuche ich jetzt mal. Ein bisschen mit Zelda mitlaufen und dann einfach ohne Zelda. Runter. Offensichtlich nicht. Hm.
schwierig. Ich glaube aber, eine Fee ist gar nicht so schlecht, weil man stirbt hier nie. Wenn man die Zeit abwartet, wird man wieder aufgefüllt scheinbar. Ich weiß, ich würde nie, eigentlich nie dazu kommen, meine Fee zu benutzen hier. Irgendwas müssen wir hier tun. Weiß nicht, man könnte an der Kante runterhängen und irgendwelche Sidehop-Strats machen, aber ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Ich guck mal. Ich nehme normalerweise mich. Doch. Okay, scheinbar bin ich nicht verlaufen direkt. Instant verlaufen. Gut, dann warten wir wieder 3 Minuten. Und kriegen wir die Zeit auch rum. Links von mir ist irgendwo. Gut. Kann sie immer links von mir sein? Danke. Okay, so ist gut. Okay, es ist nicht immer gleich. Sau gut. Ja? Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Das hilft gar nichts.
Oh, Strategien jetzt sich zu überlegen, ist scheiße mit dem Timer und allem. Warum steht Zelda direkt neben mir? Geh schon unten, oder was? Oh, wow. Warte mal, dann ist es doch vielleicht nicht so schlecht. Ich hab doch gar nicht... Ich hab doch gesagt, ob rechts. Wie kann ich da... Wie kann ich denn da in die Tür reingehen? Okay, was stimmt hier gerade nicht? Wieso ist Zelda 3 Kilometer weiter weg? Ist das jetzt wieder rechts von mir? Gerade was links von mir? Hä? Wo häng ich? Wait a minute. Ich müsste runterhängen irgendwo. Bin ich nicht.
Oh, ich hasse es. Ich denke, ich bin an was dran. Hallo? Jetzt bin ich nirgends mehr dran. Bin gar nicht unten. Wie kann es sein, dass ich manchmal nicht nach unten gehe mit der Strat? Wie kann das sein, dass ich mich nach rechts drehe und ich instant runterspringe? Wenn ich doch gerade hochgeklettert bin, muss doch rechts von mir Boden sein. Was soll das denn? What? Auch interessant. Zweimal, was? Ich glaube, die ursprüngliche Version ist immer noch die beste, auch wenn ich, da muss ich Glück haben, dass ich einmal gut durchkomme oder so. Ich glaube, es lohnt sich nicht, hier irgendwas zu suchen. Vorhin habe ich es einigermaßen gut geschafft. Da war ich ja kurz vorm Ende. Ja. Lassen wir das. Auf geht's. Der war gut. Ach Gott! Hallo? Okay. Oh boy, das war's. Guter Anfang war saut. Yeah.
Was ist denn da nochmal? Springe ich zweimal? Aber es macht doch gar keinen Sinn. Oh, vielleicht doch. Ja, ja. Ja, ja. Hallo? Bist du rein? Geh doch rein! Och, komm schon! Wie kann ich die Tür nicht treffen? Wie kann... Wie zur Hölle kann die Kamera stehen, dass ich die Tür nicht treffe? Bin ich komplett falsch gedreht, oder was? Hat aber keinen Sinn mehr. Hat ich nach hinten geguckt? Wie ist das denn möglich überhaupt? Trial and Error. Ich muss nicht mal Trial and Error. Ich weiß jetzt, wie es geht. Ich muss einfach weitermachen. Irgendwann klappt's. Punkt. Ja, das ist Glücksspiel. Jetzt. Ich muss warten, bis ich den Checkpoint treffe. Auch was die Steine von oben angeht. Der war ganz gut. Verdammt. Da denke ich, da muss ein bisschen warten, glaube ich. Warum? Warum? Warum ist das jetzt plötzlich so? Eben ging es so gut. Okay, keine Ahnung. Keine Ahnung, was es liegt. Oh, jetzt habe ich schon zu viel Zeit verloren. Geht schon nicht mehr. Schauen wir mal, wie weit das geht. Vielleicht habe ich ja einen phänomenalen Salvos-Kalt. Spring doch nicht runter, häng dich doch an den Rand! Du Miststück! Ja, hier, was soll das?
Ich laufe so langsam. Hier muss man super langsam gehen. Das hier könnte der super schmale sein, ich bin mir noch nicht sicher. Das ist Stahlfuß, oder? Muss Stahlfuß sein. What the fuck? Manchmal habe ich das Gefühl, ich verliere. Manchmal habe ich das Gefühl, ich verliere den Target auf den Stahlfuß, ohne dass ich es höre. Habe ich so manchmal das Gefühl. Okay, ich glaube, den Anfang habe ich einigermaßen jetzt. Langsam, aber stetig läuft es. Vielleicht ist er schnell genug. Der Star Wars Fight muss halt auch noch gut sein, ja? Es kommt noch dazu. Ich verbringe die meiste Zeit. Verdammt, was ist das denn? Hä? Ich verstehe das nicht, ja? Wie konnte ich Zelda anvisieren und gleichzeitig runterfallen? Wenn ich sie anvisieren kann, dann stehe ich doch auf dem Ding drauf. Dann kann ich doch nicht mehr runterfallen, wenn ich mal draufstehe. Ich verstehe das nicht, was in diesem Ding hier passiert. Jetzt soll ich rollen. Aber rollen hilft nichts. Eigentlich. Aber gut, was soll's. Yeah.
Mhm. Der dumme Stein. Was meine ich? Wieso treffe ich keinen Stalfos? Nicht mal das Schild vom Stalfos. Na, wie ist so unnütz in dem Raum? Verdammt. Okay, war immer noch gut genug, glaube ich. No. Oh no, no. Okay, dann komplett verfolgen. Und den Raum kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann ihn mir nicht vorstellen, wie ich das Zelda folge. Hier fliegt die Kamera komplett durch den Raum, die ganze Zeit. Ich krieg den Raum hier nicht gebacken. Hä? Okay. Ja. Nope, 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 jetzt bin ich wieder irgendwo. Fuck. Ich kann Zelda anvisieren, bevor sie noch die Ladezone betritt. So drehe ich mich richtig, glaube ich. Ich glaube, es ist ein guter Strat.
Nur der Sound klingt, als wäre die Kamera super crazy verdreht. Andre, du lebst wieder. Nice. Wie mache ich das? Ja, aber nach zwei Treffern muss ich, glaube ich, den Gegner wechseln. Irgendwie. Zumindest versuchen. Passiert. Hä? Das Dumme ist, Link und Zelda sind so unfassbar leise. Und wenn ich die Musik lauter drehe. Oh, jetzt habe ich schon wieder auf den N64 aufzureden. Ich habe Angst, dass ich irgendwelche Alerts überhöre, wenn ich die Musik so laut mache, meinen Ohren. Warum? Ich weiß nicht mal, ob ich es vibrieren von meinem Handy höre. Aber das ist echt gerade super laut. Wow, was für ein Move! Was für ein Move, Leute! Leute, ich habe gewusst, dass ich beim Runterlaufen da hängen muss. Deswegen bin ich einfach über das Loch gebackflippt. Oh boy. wenigstens ein paar crazy Moves hier eingebaut noch. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Ich muss rollen. Anvisieren ist gut, dann komme ich immer rein. Nice. Hat gut geklappt. Gut. Zelda. Ich bitte dich.
Soll ich ihn anvisiert, bitte, gerade? Wenn ich Zelda. Was für eine Bitch. Hä? Wieso hab ich... Okay. Das ist auch unverständlich, ist mir das. Diese weg. Ich hätte mir eh nicht mehr geschafft, ja. Ich komme auf die Uhr. Oh boy. Nicht gut. Ja, tatsächlich ist das erste das schwerste von allen, glaube ich. Wie lange ist das denn noch? Sehr gut. Okay. Verdammt, bin ich erwischt. Oh, wo ist das Loch? Da ist das Loch. Nein! Nein! No! Wieso hat er sich nicht anvisiert? Das war's, das. Dude! Dude! Wo bin ich?
Warten wir nochmal eine Runde. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Ja, es müssen wir so oft machen, bis es klappt. Und dann müssen wir hoffen, dass wir Ganon besiegen. Wenn nicht, müssen wir es wieder so oft machen, bis es klappt. Ja, geil, danke. Du, kannst du bitte... Du, diese scheiß Musik wird sich so in mein Hirn brennen. Nee, kommt da keine Luft rein. Ah, Mann. Das ist das Problem, wenn man halt so viel Zeit verbraucht, braucht man gar nicht mehr weitermachen. Der Anfang ist richtig dumm.
What? Du bist trotzdem mal. Wow. Oh, er hat sie anvisiert. Doch, okay, ich hab's trotzdem reingeschafft. Dude, wo ist sie? Dude! Gut. Geise. Bei den anderen analysieren. Und der andere ist weg. Oh boy! Oh, reicht es vielleicht? No! Fuck, das reicht nicht. Habe ich diesmal die Zeit verloren gehabt? Schwierig. Ich darf echt nirgendwo failen. Das ist das Wichtige. Dann reicht mir die Zeit.
Gut. Okay. Okay. Zelda, der Ausgang. Gut! So schräg kann ich doch gar nicht sein, oder? Wie kann ich hier springen? Wo kann ich hier hinspringen? Wo ist denn, wieso? Versteh's nicht. Der Raum ist buchstäblich 2 Quadratmeter groß. Wie kann ich denn da bitte die Tür und Zelda nicht finden? Navi ist so... Ja, danke Navi, für nichts. Danke dir, darf ich jetzt nochmal machen. Dieser Sprung muss auch nicht sein. Da kann man sich auch runterhängen, Link. Okay. Ja, geh einfach weg. Spring ins Leere. Ah, Mann. Das gibt's doch nicht, dass ich schon wieder auch vorne bin. Warte mal nochmal 3 Minuten. An die Grenzen meiner Geduld. Immer und immer wieder das Gleiche tun ist halt ziemlich anstrengend. Und ich meine, ich bin knapp davor, aber irgendwie kommt es mir auch so vor, als würde noch ein ganzes Stück fehlen. Zeitlich auch. Der zweite Außenteil macht mir zurzeit auch ein bisschen zu schaffen.
Oder soll ich es mir den Starfuss ruhig angehen lassen? Vielleicht hilft das tatsächlich. Fuck! Oh, ist das anstrengend. Ich darf keinen einzigen Fehler machen. Ich muss tadellos durchkommen. Keine Chance. Dass ich irgendwas wieder gut machen kann irgendwo. Ich glaube, ihr habt euch spannender vorgestellt, ne? Aber so ist das. Was soll das? Wie kann ich jetzt schon... Warum kann ich so weit weg sein? Na gut, dann warten wir halt nochmal 3 Minuten. Tja. Ah Mann, was soll das denn? Der Anfang ist so ein riesen Bullshit hier.
Sag's nicht gern, aber es sieht schlecht aus. Thank you.
Geht's. Gut. No. Kotzen ist das. Wo zur Hölle guckt Link hin? Ich verstehe das nicht. Ich habe vielleicht eine Idee, warum das passiert. Wenn ich zu schnell bin, um Zelda rumtänzel vielleicht, dass ich von der Tür weggucke, während sie das Ding macht, dann kann es vielleicht sein. Aber drehe ich mich nicht immer zur Tür? Ich weiß es nicht. Wenn ich mit offenen Augen spiele, gucke ich immer mit dem Charakter zur Tür. Deswegen weiß ich nicht, ob ich zur Tür drehe oder nicht. Aber eigentlich müsste ich immer zu Zelda drehen. Ah ja, zu Zelda drehen, aber nicht zur Tür, glaube ich. Aber ich weiß es echt nicht. Oben, oder? Ja. Ich weiß nicht, ich bin nicht außen rumgegangen, ich bin innen drin rumgegangen. Ah. Gibt es prinzipiell auch nichts zu reviewen. Das ist ja. Das ist, Review haben wir morgen in einer Viertelstunde gemacht. 10 Minuten Ganondorf-Fight und dann. Mein einer guter Run war ja relativ früh und das war's. Danach kann man eigentlich fertig machen. Danach ist nichts mehr Interessantes passiert. Mensch.
Wenn mir nicht bald was einfällt, sehe ich auch keinen Sinn darin, weiterzumachen heute Abend noch irgendwie das auszudehnen. Ach Gott. Die letzten 2 Stunden gefühlt waren einfach nur schlecht. Die erste Stunde war ja ganz geil. Ich hoffe, mir vom Runtergucken weniger Lag, dass es ein paar Sekunden schneller geht, bis der Time abgelaufen ist. Okay, Steine. Ich habe nicht Target gedrückt gehabt, oder? Habe ich aber müssen eigentlich. Keine Ahnung, wie ich es geschafft habe, irgendwie in die letzte Ecke zu fliegen. Verdammt.
Oh jawohl. Gut. Hör auf. Oh, wow. What, jetzt schon? Wo ist die Zeit hin? Bin ich runtergefallen am Anfang ein paar Mal? Wahrscheinlich. Siehst du, ich komme nur so weit, wenn der Anfang scheiße war. Oh, ich habe sie anvisiert und ich komme nicht mal ins Loch rein. Super. Also wenn ich nicht bald tatsächlich wieder mal wieder in den letzten Korridor komme, dann mache ich heute nicht länger. Hat das keinen Zweck. Muss ich mir baue irgendeine Strat für den Anfang hier. Das geht nicht. Der Anfang kostet mich so viel Zeit. Thank you.
Komm schon. Hallo. Natürlich ist der gleiche gewesen. Was ist das für ein Was ist das für ein Ninja-Salvos? Einfach nicht existent. What? Macht gerade sehr knapp. Oh, ich glaube, das wird nichts. Ja, es ist schon 10 Sekunden. Oh, ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht passieren, Mann. Ich sehe es nicht passieren. Meine Strats gehen, aber die sind zu langsam. Sie sind einfach zu langsam. Oh, noch irgendwie 20 Sekunden mehr insgesamt oder sowas. Keine Ahnung, vielleicht auch 30.
würde sagen, es liegt am ersten Raum hier, wo ich jetzt gerade bin. Das ist das wesentlich zu langsam. Die anderen Außenareale gehen, glaube ich. Die sind ganz gut. Da kann man, glaube ich, nicht mehr viel dran reißen. Außer der letzte. Aber die letzten beiden. Okay, sind ja auch. Dann sind nicht mehr viel übrig sonst. Der zweite ist auf jeden Fall gut, das zweite Außenareal. Dort, wo ich springen muss. Der läuft gut. Vielleicht, wenn ich das Review sehe, fällt mir was ein, wie ich mich bewegen könnte. Ich sehe es halt echt nicht passieren heute. Das war's. Stein hat mich genau getroffen, als es so losging. Und jetzt habe ich mich gedreht. Ja, war gut gerade der Durchlauf. Yeah.
Hallo. Fuck. Dude. Kann die verdammte Tür sein, wenn Zelda gerade Lena bei mir war? Wegen dem Scheißreck schafft sich jetzt nicht, ja? Hallo? Wo ist Zelda hin? Ist weg. Ja, geil. What the fuck? Oh, ich bin im falschen... Den falschen Ausgang raus. Ja, ich glaube, wir lassen das, Leute. Ja, nee. Ich muss mir das angucken. Mir geht, ohne Scheiß, mir geht sowas von der Sound auf die Ohren. Ich kann den nicht mehr hören. Wenn es still wäre, wäre es vielleicht besser, aber oh Gott.